Yoshiko, herzlich willkommen zurück bei Alba. Erzähl mal, wie war das Feedback bei deinen ganzen Familie, Freunden und so, die du hier in Berlin hast, als du gesigned hast? Danke erstmal fürs Willkommen heißen. Ja, großartig natürlich. Ne? Alles sind ausgerastet, kann man eigentlich schon so sagen. Meine Familie sowieso, alle Freunde auch. Ich glaube, mich haben 20 Leute erstmal angeschrieben. Ich brauche auf jeden Fall eine Dauerkarte und Trikot und keine Ahnung was. Aber nee, alle haben sich natürlich gefreut. Ich war lange weg und super schön wieder hier zu sein. Weißt du schon, wo deine Family in der nächsten Saison sitzen wird? Wahrscheinlich direkt hinter uns, keine Ahnung. Sie sind aber bei deinen Gastspielen wahrscheinlich auch schon öfter mal in der Halle gewesen, oder? Ja, jedes Mal, wenn wir hier gespielt haben, waren eigentlich alle da. Und viele Freunde waren auch immer da. Und dass das jetzt konstant so sein kann, ist natürlich schon was ziemlich Besonderes für mich. Du bist sehr gut befreundet mit Nils Giffey aus deiner Zeit von früher auch, aus der NBBL, glaube ich, noch und so. Und ja, ne? Und hast du ihn auch, nachdem du deinen Vertrag hattest, ein bisschen bearbeitet, dass er auch hier bleibt? Ja, wir haben auf jeden Fall mal gesprochen in dieser Vertragsphase, ist immer ein bisschen speziell. Na, dann lässt man sich so ein bisschen in Ruhe eigentlich. Trotzdem habe ich ihm, glaube ich, schon gegeben. Nee, ich hab schon gehofft, dass es so kommen wird und dass ich so, ich weiß gar nicht, wann haben wir zusammen gespielt? 2009 war das, glaube ich, oder 10. Das ist ewig her. Fühle mich schon alt, wenn ich das jetzt sage. Aber nee, es ist ganz besonders. Ich freue mich, mit ihm zusammen zu spielen. Und ja, ich hoffe, er hat sich genauso. Nee, es ist einfach toll. So lang, wie jeder seinen eigenen Weg macht, jetzt führen beide Wege wieder zusammen. Das ist richtig nice. Als du damals Alba verlassen hast für deine erste Profistation, als der junge Spieler noch, hast du da immer schon noch mal im Kopf gehabt, dass du vielleicht mal zurückkommen willst? Klar, Berlin ist meine Heimat, ne? Ich bin hier groß geworden. Klar, war immer ein Traum, wieder zurückzukommen. Und dass jetzt alles gepasst hat, umso schöner. Wie sind denn für dich persönlich überhaupt so Karriereziele, die du dir vielleicht noch setzt? Hast du da irgendwas, worauf du noch hinarbeiten willst oder so? Ach, so Ziele im großen Sinne. Ich setze mir eigentlich Ziele so Tag für Tag oder Woche für Woche und dann, um dann zu schauen, wo es hinführt. Ich will einfach so gut werden, wie es möglich ist für mich persönlich. Also mein Basketball-Level auf das möglichst höchste Niveau für mich so anzuheben. Ja. Was erwartest du dir denn zumindest so für die nächste Saison? Ich meine, es ist das erste Mal Eurocup für dich, zum ersten Mal in der 10.000er-Arena als Heimteam und so weiter. Die Arena kenne ich ja schon. Ne? Das ist, nee, aber die anderen Sachen, natürlich habe ich mir vorgenommen, mir auch Ziele gesteckt. Aber ich werde mich erstmal daran gewöhnen müssen, vor allem den Spielrhythmus ein bisschen zu ändern, öfter zu spielen. Aber ich freue mich, weil ja, mehr spielen ist eigentlich immer eine schöne Sache, weniger trainieren. Ja, würde jeder Spieler sagen. Nee, ich freue mich, ich freue mich. Ich wollte schon seit langem mit National spielen, das ist jetzt das Einzige, was ich erreicht habe. Und ja, ich hoffe, dass wir was reißen können. Ne? Nochmal, wie war die bisherigen Wochen nach dem Saisonende für dich? Was hast du so gemacht und wie soll es weitergehen bis zum Saisonstart? Ja, erstmal habe ich entspannt komplett. Ich komme gerade aus Bali, also bin ich immer noch ziemlich entspannt. Kann es sein, dass du nicht allein in Bali warst? Ja, ich war mit Mo Stucky, Yannick Fraese, Olly Clay, kommt ja auch aus Berlin, und Max Rockmann, der auch früher in der Jugend noch gespielt hat. Ja, wir waren so als Fünfergruppe auf Kommt Bali. gerade zu der Kombination? Ja, es war so, letztes Jahr sind wir nach Kuba geflogen, die Kombi ist so ein bisschen zufällig entstanden und zwar ziemlich gut. Und da haben wir uns gedacht, okay, machen wir dieses Jahr wieder. Dieses Jahr ist es Bali geworden. War großartig, kann ich jedem nur empfehlen. Bali ist wunderschön. Naja, auf jeden Fall, ich bin vor ein paar Tagen zurückgekommen und jetzt steige ich wieder ins Training ein. Habe noch ein Trainingslager in Italien in ein paar Wochen. Jetzt kommt langsam wieder die Arbeitsphase.